Habe ich ein Kabel in der Hand. Egal, du musst damit zu. Auf. Ja, das nimmt auf. So, jetzt ist das Mikro auch an. Also wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, kannst du gerne immer dazwischen fragen. Glasfaserrolle. Das riecht auch richtig geil hier. Kokainbeutel. Telefon. Der Quatsch, und da kommt jetzt schon einer. Ich habe gesehen, wir fahren letzte Tage zusammen. Ja. Übermorgen, glaube ich, Nacht, ne? Es ist halt alles schwer zu sagen, was hier mal irgendwann irgendwie wo gewesen ist. Ne? Hier auf jeden Fall eine Küche. Ach stimmt, wegen dem Herd, ne? So. So. Gemacht. Aber hier schluckt der Schall ganz gut, ne? In die Glasfaserwolle. Naja. Was ist das denn? Ein Bett halt, ne? Oder ein Sofa, Ausklappsofa. Aber für ein Bett ist das doch ein bisschen klein vielleicht. Ja. So. Wohnzimmer auf jeden Fall, das ist auch schon mal nicht schlecht. Wäre ja auch eine Überlegung, sonst hier nachher zu schauen. Ja, was auch immer hier war. Könnt ihr mal. Okay. Vielleicht ein Fernseher gewesen sein, keine Ahnung. Vom Radio oder so will ich sagen. Von der Sicherung, ne? Ja. Ach stimmt, die haben ganz alter Sicherungskasten. Stimmt. Das war ein DVD-Player. Steht da drauf oder was? Sieht so aus. Hm.
Hi-Jet. Ja, kannst du haben, klar. So. FIFA-Fix. Ja, das war eigentlich schon gut, das Haus, ne? Wasser runter. Natürlich auch ganz viel Müll. Fisch haben wir wieder am Futter. Mhm. Das sind noch geile Stiefel. Ja, das waren so das Feste irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, also drüben muss ich sagen, habe ich gar keine Lust. Das waren ja, guck mal hier. Jetzt sind wir draußen, das schlägt aus, aber das kann auch die Stromleitung sein. Je höher man kommt, desto mehr schlägt das aus. Das sind wahrscheinlich dann die Stromleitungen. Ja, dies hier könnte entweder ein Abstellraum gewesen sein oder eine Theke oder so, ich weiß es nicht. Eine Stallung, da sieht mir das nicht nah aus, ne? Aber hier ist ein Schrank. Hier schwer einschätzen. Für mich sieht dies hier aus wie irgendwie so Trog oder so, aber nicht für Hühner, sondern eher für... Ja, das finde ich auch komisch. Das ist das einzige Gebäude, wo eventuell Tiere drin gehalten wurden, was aus Beton ist. Der Rest ist alles aus Holz, ne? Ja, mehr leuchtet ja auch noch nicht. Ach, überall Glas. Gut. So. Hörst du, ne? Mhm. So. Dann haben wir das soweit. Die Infrarottaschenlampe lasse ich erstmal noch aus.
So, also zur Erklärung. Ich habe noch eine UV-Taschenlampe mit, aber die bringt uns ja jetzt erstmal noch gar nicht viel. Letztes Mal, als ich unterwegs gewesen bin, da hatten wir, das war ganz interessant, da hat man gesagt so, ja mach doch mal was. Und dann hat man so ein Klopfen gehabt oder sowas. Das ist ganz cool. Aber ich muss sagen, ich bin ein unglaublich schlechter Hörer, weil ich auch einen Tinnitus habe und so. Das ist immer ganz doof dann. Wir haben das im Team so, wenn ich was höre, dann wissen auch alle sofort, okay, das ist auf jeden Fall da gewesen. Genau. Na komisch, war eigentlich ganz gut. Ja, was man sehr häufig wahrnimmt, sind Schritte tatsächlich, die man hört. Gucken wir mal, was heute so bei rauskommt. Ist auf jeden Fall recht windig. Ich glaube, als wir hergefahren sind, es waren 4 Grad oder so, ne? Also die Ausatemluft, die macht auf jeden Fall auch schon Nebel kondensiert. Ja. Gut, dann die Frage, ob jemand hier ist. Da hinten knackt was, aber das wird die Folie sein in dem anderen Raum. Man darf auch nicht vergessen, ist ja direkt der Gehweg irgendwie an der Seite. Wenn einer mit seinen Nordic Walking-Stöcken da längs läuft oder so. Und die Autobahn, ne? Ja, die ist auch hier direkt in der Nähe. Das stimmt. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja erzählen, was das hier für ein Raum gewesen ist. Für uns sieht das so aus, als wäre das früher auch mal ein Stall gewesen, aber nach unseren Informationen war das ja hier eine Geflügelfarm. Aber für mich sieht das hier irgendwie nicht aus wie ein Geflügelstall, sondern eher für Schweine oder sowas. Ja, das tropft hier überall noch ein bisschen. Wenn dir irgendeine Frage kommt, kannst du auch gerne irgendwas fragen, ne? Sowohl mich als auch hier in den Raum rein. Ja, wir sind ja schon mal hier gewesen, da haben wir viele Fotos gemacht. Wir fanden das hier relativ interessant. Das ist leider ja alles sehr zugemüllt, aber da kann ja leider nur die Bevölkerung, was dafür die hier gewesen ist. Naja. Eigentlich traurig, dass sowas so verkommt. Ne? Naja. Traurig, dass sowas so verkommt. Ne? Naja. Traurig, dass sowas so verkommt. Ne? Naja. Ja, wie gesagt, wenn etwas hier ist, darfst du das gerne auf sich aufmerksam machen. Gegen die Wand oder hier gegen die Holzpöller klopfen, hier durchlaufen, sich über das K2 aufmerksam machen. Da braucht ihr einfach nur näher rangehen oder das anfassen. Wir sind nicht hier, um irgendwie was Böses zu machen. Seid ihr traurig darüber, wie das hier jetzt aussieht? Oder ist euch das mittlerweile egal? Also es gibt auch Gebäude. Ah, jetzt schneit es draußen wieder. Es gibt auch Gebäude, wo ich auch schon mal gewesen bin. Das ist tatsächlich in ganz Deutschland richtig bekannt, weil da gehst du nicht nach Hause, ohne dass du da irgendwas erlebt hast. Okay.
Und auch das letzte Mal, als ich da gewesen bin, habe ich auch da bestimmte Sachen erlebt, was auch richtig krass interessant gewesen ist. Und aber da bist du dann halt auch dann mal 12, 14 Stunden drinnen, ne? Und natürlich gehst du nicht in jeden Raum rein, aber unten gibt es einen Raum, wo früher Leichen aufgebahrt wurden. Dann hast du halt Räume, wo klar Patienten mal irgendwann gewohnt haben. Eine Disco, ein Speisesaal, sowas halt, ne? So alte Ärztezimmer. Die sind dann natürlich recht interessant, da, die besucht man dann halt auch mal eher, ne? Ja, was ich da, ich habe da gehabt, da habe ich gesessen auf dem Boden und im Schlafsaal und neben mir hat was so ganz träge geatmet, so wie wenn du wie wenn du halt schläfst und dann aber nicht richtig schnarchst, weißt du? Und das konntest du nachher auf den Tonbändern richtig auch hören. Ja, also das ist sehr interessant da. Es gibt viele Orte, die mich reizen würden, ne? Sehr, sehr viele Orte. Da habe ich aber vor Ort nicht wirklich was gehabt, aber nachher auf den Auswertungen halt richtig viel. So Klavier habe ich gehabt, ein Klavier, was gespielt hat, das war ganz interessant. Ja. Da habe ich ja noch mit meiner GoPro aufgenommen, aber die GoPro, muss man sagen, die hat einen sehr beschissenen Ton. Für, also an sich geht der Ton natürlich für eine Actionkamera, aber halt, wenn du EVPs aufnehmen möchtest, das ist zum Kotzen, das war echt nicht geil. So. Ich stelle nochmal die Frage, kann uns irgendeiner sagen, was das hier für ein Raum ist oder für ein Raum gewesen ist, was hier gemacht wurde? Naja. Ja, bestimmt, aber das ist nicht so laut wie, wie Regen zum Glück. Ja, wenn die Verletzung mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Das ist sowas definitiv nicht, oder kann man das? Wüsstest du da ist das in einem Hauptamt oder so? Aha, ein Ausschlag am Report. Guck an. Ja, cool. Ja, cool. Ja, cool. Gänsehaut. Auch. Ja, schön. Was auch immer da sein muss, das bewegt sich auch auf jeden Fall. Weil, ich habe den so eingestellt, wenn der 5 Sekunden lang den gleichen Energieimpuls kriegt, dass der dann kalibriert und dann fängt er wieder, also dann macht er den Ton aus und fängt erst dann wieder an, wenn wieder eine neue Energieveränderung ist. Ja, wie cool. Schön. Komm, wir gehen mal vorsichtig mit der Kamera rüber. Na, hier den Clip. Da. Da hier. Powerbank. Erstmal nehmen wir das jetzt nochmal wieder auf. Hier richtig schön den Rampot, den man hört. Ja, guten Tag, hallo. Schauen wir mal in den Raum rein. So. So, ich näher mich einmal. So. Ja, krass, cool. Ja.
Und das möchte ich ja hoffen, dass er das aufgezeichnet hat, sonst wäre ich echt angepisst, muss ich sagen. Das wäre schade. Kannst du das jetzt nicht nachgucken? Ja, kann ich. Ich mache kurz die Kamera. Ich muss mal kurz das Infrarotlicht dunkler machen. Jetzt ausgeschlagen wegen dem Blitz. Ja. Ich glaube nicht, dass das. Das ist die Frage mit dem Haus hier. Der war ja ziemlich dicht, ne? Ja, ich würde sonst sagen, wir warten noch mal einen Blitz ab, wenn der auch noch so. Also dann ist mir das auch nicht sehr geheuer, muss ich sagen. Dann müssen wir das abbrechen und sonst an einem anderen Tag oder so noch mal machen. Ja. Aber dann, kurz bevor wir jetzt gleich abhauen sollten, würde ich nochmal gerne die Frage stellen, da ist ja vorhin hier was gewesen, das haben wir ja mitgekriegt, vielleicht magst du uns einmal deinen Namen verraten. Vielleicht magst du nochmal auf dich aufmerksam machen über das K2 oder nochmal über den Ramport, hier gegen die Wände hauen oder sowas. Wie krass einfach, ne? Heute Morgen hat das auch richtig heftig geschneit, das... Ah, guck mal. Das ist schon wieder ein Ramport-Ausschlag. Ja, schön, danke schön. Auch danke für das erste Mal. Oh, jetzt hat das von jetzt auf gleich, ist es leise geworden mit dem Schnee. Magst du uns nochmal deinen Namen verraten? Ich habe mich auch gerade gebeten, er soll sich nochmal aufmerksam machen, vielleicht über das Gerät. Oder sie, natürlich, geht auch. Das weiß man ja nicht. Klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht magst du nochmal zur Bestätigung irgendwie an die Wand klopfen. Oder du kommst in den Raum rein und versuchst mal das K2 anzufassen. Da, wo das blaue Licht leuchtet. Wenn du möchtest, kannst du dabei auch sehr gerne stampfen. So. Ist denn jetzt gerade irgendjemand hier, der mit uns reden oder mit uns Kontakt aufnehmen möchte? Macht doch gerne auf euch aufmerksam. Die Möglichkeiten habe ich euch ja schon genannt. Vorhin ging ja schon der Ramport an, das war mega gut. Da sind wir auch sehr dankbar für. Vielleicht kann das ja nochmal passieren. Oder das K2. Schritte. Klopfen. Irgendwie sowas. Über Covid-19 und dann... Oh, guck mal, schön! Cool! Ja, komm doch gerne hierher! Können wir uns vielleicht ein bisschen besser unterhalten? Möchtest du gerne mit uns reden oder Kontakt aufnehmen? Verrat uns doch mal deinen Namen. Wie heißt du?
Kannst du dich nochmal aufmerksam machen? Klopfen oder Schritte oder nochmal das Gerät auspiepen lassen. Ja, das ist auch so eine Sache, dass es wohl einige Seelen gibt, die in so einer Trance quasi drin sind. Die machen halt irgendwas und die kriegen gar nicht so richtig mit, dass wir hier sind und irgendwas von denen wollen oder so. Und deswegen scheint das wohl nicht immer zu klappen, nochmal die aufzufordern, so eine Aktion zu machen, ne? Wobei ich sagen muss, ich habe kurz nachdem es gepiept hat, ein Donnern gehört. Ja. Vielleicht kam das auch davon. Ich würde das sonst. Also, ihr könnt euch auch gerne aufmerksam machen, indem ihr hier den Rempo. Ach, den Lasergrid dreht. Ihr wisst doch, da ist vorne so eine Kappe dran, die dreht ihr einfach, dann sehen wir, dass die Laserpunkte sich bewegen. Weil ich würde sonst vorschlagen, wir gehen hier sonst mal kurz durch das Gebäude durch. Der nimmt ja alles auf. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht woanders nochmal irgendwie weitermachen wollen. Dann machen wir das mal. Ja, das ist halt auch so eine Überlegung gewesen, ob ich von dem Fall, ich halt auch schon drüber nachgedacht. Ja, ich habe als medizinischer So. Dann gehe ich einmal hier hinten längs. Gucken wir mal. Aber da waren wir ja gerade eben gewesen, da ist ja in dem Nebenraum nur diese Gasröhre gewesen. Ja. Dann ist das nicht mehr da. Ich glaube, dass der Raum noch da ist, aber der hat ist verändert worden. Ja, der Raum ist auch noch da, aber ja, man weiß halt mit den Möbeln nicht, ne? Aber das verändert sich ja alles so viel. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wo irgendwann mal was passiert ist. Das stimmt. Ja.
Ja, um das richtige Infrarotaufnahmen jetzt zu machen, ist es halt noch zu hell. Ja, im Sommer wird das jetzt natürlich erst so viel dunkel, ne? Ja. Deswegen geht man auch lieber nachts los. Also, du kannst im Endeffekt, ist es wohl so, du kannst losgehen, ob du willst. Du willst angeblich tagsüber genau die gleiche Aktivität haben wie nachts auch. Aber. Steht der natürlich richtig blöd hier. Ach Mann. Das hier an der Seite ist es noch zu hell und dass die Kamera richtig nicht hinten was aufnimmt. Wir sehen ja die Punkte sehr gut, aber wenn du auf der Kamera guckst, da siehst du die Punkte gar nicht gut. Das ist halt irgendwie Mist. Schade eigentlich. Aber mega krass, diese Infrarot-Taschenlampe. Der hat auch echt Geld mit, was ist. Aber die ist halt, du kannst ja umdrehen und die Leute bekommen das. Aber die ist halt, du kannst ja umdrehen und die Leute bekommen das. Aber die ist halt, du kannst einen Fokus einstellen, sodass der Punkt halt sehr klein wird, aber dafür weit. Oder halt nah dran und dann halt aber groß. Und du kannst hinten nochmal dran drehen und die Helligkeit regeln. Das ist richtig krank. Was hier ist, darf sich das gerne auch aufmerksam machen. Gegen das Holz klopfen oder gegen die Decke klopfen, durchlaufen, gerne den blauen leuchtenden Punkt da vorne anfassen, das K2, oder den Lasergrid drehen oder wackeln. Irgendwie auf euch aufmerksam machen. Entweder so ein ganz niedriger Tastenton oder wie so ein gehender. Ja, genau, das ja. Habe ich auch gehört. Also ich hatte auch kurz, das ist vielleicht eine Auto-Gruppe gewesen, aber vielleicht haben wir das oft genug, das wäre ganz geil. Weil das ja jetzt auch erstmal das heißt, ich glaube, auf einer Auto-Gruppe, aber das ist ja nicht so gewesen. Ja. Ja, und das hört sich an, als käme das von hier und nicht von dir. Ich habe es von da gehört. Ja, oder halt von da, aber Auto ist ja.
Es scheint so, jedes Mal, wenn man die Kamera ausmacht, dass dann der Zeitstempel sich verändert. Weil jetzt ist es der 7.1. und 0.32 Uhr. Ich habe vorhin im Auto extra noch den Zeitstempel angepasst. Das Ärgerliche ist halt einfach, dass du den Zeitstempel die ganze Zeit siehst. Im Nachhinein, ne? Ja, wenn man den Zeitstempel halt die ganze Zeit sieht irgendwie. Naja. Mal gucken, wie das mit dem Schneiden klappt. Ich habe noch nie ein eigenes Video geschnitten. Privat auf der Rennstrecke, ne? Also dann Erstickungstee. Das ist halt gleichschenklig, das geht genauso steil hoch, wie es steil runter geht, nach mindestens zwei Drittel vom QRS-Komplex in einer anderen Höhe. Also wenn ich, wenn der QRS-Komplex jetzt ja ein Haus weg. Ja, wir machen jetzt einmal aus, wir kommen vielleicht irgendwann nochmal wieder, aber für heute ist Schluss.